Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Business von Innen nach Außen Serie. Ich bin die Shelia und das ist die Lea. Hallo. Und in dem heutigen Video wollen wir sprechen über das Thema Folge der Freude und Scheiße, ist das manchmal schwer. Genau. Leas Empfehlung für einen Titel. Ja. Ich finde, Lea hat immer die besten Titel. Und zwar als Kickoff möchte ich einfach mal die aktuelle Landschaft, wie ich sie wahrnehme, gerade im Solopreneur-Business-Bereich, wie ich das beobachte, wie ich das sehe. In den letzten Jahren nimmt zu diese Stimmen im Außen von Folge der Freude. Also tu das in deinem Leben und in deinem Business, was dir absolut totalen Spaß macht. Und wenn du das nicht tust, dann bist du auf dem falschen Weg. Oder folge deiner Passion, also einer Leidenschaft in dir, die entfachtet und ja, dieser Feuer sollst du folgen. Oder folge dem Purpose, auf Deutsch gesagt, das Sinnhafte. Weiß, was dein Beruf ist und mach alles in diese Richtung. Follow the flow. Es gibt ganz, ganz viele Worte um das Ganze herum, die irgendwie suggerieren, es gibt, wie soll man das sagen, eine Stärke, die du folgen sollst, eine Spaß, den du folgen sollst, irgendein Gefühl, was du folgen sollst auf eine gewisse Art und Weise in deinem Business. Und was ich bemerke, wenn ich in die Welt hinausschaue und mit vielen Menschen spreche, egal ob in Kennenlerngesprächen oder mit Kunden oder Leute auf dem Markt, ist, dass wie eine Falle sein kann manchmal für viele. Und ich stoppe dort und gucke, was bei Lea angekommen ist, was sie dazu sagen möchte an dieser Stelle. Genau. Und die Falle ist, Scheiße, ist das manchmal hart. Nämlich, dass wir nicht bewusst, aber vielleicht unbewussterweise annehmen, dass es dann nur leicht sein sollte. Ja. Dass dann das Business einfach flutscht und die Kunden kommen, weil ich ja das tue, was mir Spaß macht und das Geld fließt den Kunden nach und so weiter und so fort. Das tut es und das tut es auch nicht. Mhm. Und was wir damit meinen ist, oder wie wir das verstehen, ist dieses Follow the Fun bedeutet mir, dieser Energie zu folgen, mhm, was dran ist oder wo es dich hinzieht. Das bedeutet nicht, dass das einfach nur lustig, unbeschwert, ohne Arbeit ist. Und unser Beispiel ist der Online-Kongress Mein geheimes Leben. Der war in dieser Energie drin. Wow, mit unseren beiden Businesses, das hat gepasst, diese Inspiration auch rauszugehen in einer solchen Form. Und dieser Online-Kongress nahm Form an. Wow, war das aber Arbeit. Wir haben geschuftet. Und es war überhaupt nicht nur Fun. Es war Ärmel hochkrempeln, nicht weiterkommen, in die falsche Richtung abbiegen, der Typ, der Untertitel macht, steigt aus, weil er krank wird. Mhm. All diese kleinen und großen Dinge, die in einem Leben oder einem Businessleben einfach auch da sind. Mhm. Aber wir sind dieser Energie, dieser Inspiration, diesem Wissen in uns, doch mein geheimes Leben, das muss raus, gefolgt. Und darum konnten wir alle diese Dinge überwinden. Und manchmal sofort, manchmal brauchten wir etwas mehr Zeit. Gewisse
konnten wir bis heute noch nicht lösen, Probleme. Aber wir werden nicht so schnell demotiviert von den Unwegsamkeiten, weil wir dieser Energie folgen. Was hörst du darin, Shelia? Ja. Folgendes ist meine Interpretation des Ganzen als Zusammenfassung. Irgendwann mal habe ich aufgehört zu fragen, was will ich vom Leben? Früher habe ich ganz oft mich gefragt, was will ich von diesem Leben? Wie viel, was ist mein Lifestyle, den ich leben will? Was ist das Geld, das ich verdienen will? Was ist das Auto, das ich fahren will? Den Partner, den ich haben möchte? Und ich habe gemerkt, nein, was will das Leben von mir? Und in dieser Fragestellung spürte ich eine eindeutige Energie. Ich nenne das manchmal die unsichtbaren Hände auf meinen Rücken. Und die sagen, das will ich, guck mal in die Richtung. Und diese unsichtbaren Hände, sie führen mich in die verrücktesten, an die verrücktesten Plätzen in allen Lebensbereichen, auch im Business. Und auf dem Weg entstehen Erlebnisse und Erfahrungen. Und Lea sagt immer so gern, einmal scharf mit allem. Ich nehme wirklich alles drauf. Dieses, wo ich in Leichtigkeit bin, in einem gewissen Flow-Zustand, wie man das gern nennt. Aber genau auch dort, die Energie führt mich manchmal hin, wo es verdammt hart wird, wo es stockt und wo ich die Lösung nicht kenne oder wo ich stundenlang im Rechner sitze und dann wieder an Orte, wo ich kaum arbeite. Alles ist dabei. Aber diese Energie zu folgen, das ist da, wo ich finde, wo die Musik sich abspielt. Und nicht in der Freude, nicht in der Passion, nicht in der Purpose, sondern in der Energie des Lebens. Mit allem drum und dran. Und das würden wir dir heute gerne auf den Weg geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.